Es ist Sommer, es wird wärmer, aber irgendwie regnet es außer egal, Panik! In vielen Ländern rund um das Mittelmeer lassen sich die Waldbrände kaum unter Kontrolle bringen. Im Südosten von Rhodos sind weiterhin tausende Helfer im Einsatz. Auch in Süditalien wüten weiterhin Feuer. Ja, und irgendwie vergisst man bei beiden Fällen die Ursache zu nennen. Hier zum Beispiel die Ursache von Italien. Laut Einschätzung des italienischen Zivilschutzes wurden die meisten Brände durch fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten, also möglicherweise Brandstiftung, verursacht. Hä, und wie ist es mit Rhodos? Wie Bild.de berichtet, äußerte sich der stellvertretende Feuerwehrchef Yannis Atopios, Brände werden von Menschen verursacht. Es wird geprüft, ob sie auf Vorsatz oder Fahrlässigkeit zurückzuführen sind. Jetzt nimm doch die Wurst! Unsolidarisch! Wo ist deine Sonnencreme? Der NPC wird umprogrammiert. Herzlich willkommen zum Hitzesommer, dem neuen Current Thing. Hallo Freunde! Und herzlich willkommen zum Hitzesommer. Was ich sage, während meine Fenster zu sind, weil es die ganze Zeit regnet. Naja, eine Sache ist klar, das momentane demokratische System funktioniert folgend. Normale Ereignisse werden manipulativ interpretiert, um Angst zu erzeugen, um dadurch die Bevölkerung in Massengehorsam zu zwingen und eine Art Mikromanagement tief in unser Privatleben hinein auszuwirken. Sobald die alte Angst abgekühlt ist, wärmen wir eine neue Angst auf, in diesem Falle sogar sprichwörtlich der Hitzesommer, und nutzen diese von oben auf uns herabgestrahlte Angst, um die Leute erneut zu spalten. Diese Spaltung bewirkt dann, dass sich die Wut über die Zustände, die die Regierung herbeiführt, unter den Leuten ablädt und nicht gegen die Regierung gerichtet wird. Und wenn es nicht so gut funktionieren würde, würden sie es nicht genauso tun, nur bei einem neuen Thema. So wie auch in den letzten 2 bis 3 Jahren geschehen. Es ist das neue Current Thing, es muss immer ein neues Current Thing geben, wenn das alte Current Thing out ist. Um aber mit genau denselben Narrativen und dem großen Appell an die Solidarität, falls einen selbst das Problem nicht wirklich interessiert und man es auch nicht wirklich merkt, trotzdem die Menschen mit schlechten Gewissen in den Gehorsam zu nudgen, den man sich erhofft. Zum Beispiel hier bei Harald Lesch. Nichts der dramatischen Folgen sollten wir hier alle selbst sehr daran interessiert sein, eben auf keinen Fall krank zu werden, sondern auch der Verantwortung anderen gegenüber. Und damit schützen wir nicht nur uns, sondern wir schützen auch alle anderen. Die Wissenschaft ist sich da völlig einig. Es gibt überhaupt keine Zeit mehr für Zweifel. Wer das schützt, schützt nicht nur sich selbst, sondern alle. Wir müssen an die Gefährdeten denken, wenn es mal wieder 30 Grad und heißer wird für viele Tage. Die ersten Schritte sind gemacht. Wenn wir an die Mitmenschen denken und auf sie achten und Hitzepläne umsetzen. Und wenn wir nicht vergessen, die größte Gesundheitschance ist der Klimaschutz. This modest change I propose must be applied, unless of course you just want people to die. Und so programmieren wir den NPC um. Hier ist die neue Angst, hier ist der Appell, die Schwachen zu schützen, und deswegen macht jetzt genau, was wir euch sagen. Hitzeschutzpläne einführen. Wir wollen tatsächlich beim Hitzeschutz sehr viel aktiver werden. Über die letzten Jahre sind jedes Jahr tausende Menschen an der Hitze gestorben. Unless of course you just want people to die. Das ist ein Problem, welches in Frankreich schon sehr viel besser gelöst ist. Wir haben da zu wenig gemacht tatsächlich in der Vergangenheit. Der französische Hitzeschutzplan funktioniert gut, ist ein aus meiner Sicht gutes Vorbild für das, was wir machen können. Panik, Panik! Nein, keine Angst haben. Also schon vor dem Wetter, aber halt nicht vor den Hitzeschutzplänen. Hier, korrektiv Faktencheck. Nein, Lauterbachs Hitzeschutzpläne bedeuten nicht, dass die nächsten Lockdowns anstehen. Oh. Um uns dann unter der Bewertung unbelegt zu sagen, Einschränkungen von Veranstaltungen oder großen Versammlungen werden genannt. Was wir hier gesehen haben, nennt man Dekontextualisierung. Riecht ein bisschen nach Lockdown. Du demonstrierst gegen das Vorgehen der Regierung, versammelst dich dort mit mehreren hundert Menschen. Da guckt Herr Lauterbach aufs Thermometer und sagt, naja, ist ein bisschen zu heiß für eine Demo, oder nicht? Schwurbeldi-dubeldi. Wisst ihr noch damals, wo man gesagt hat, es wird behauptet und rasch verbreitet, das Bundesministerium für Gesundheit, die Bundesregierung würde bald massive weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens ankündigen? Das stimmt nicht! Bitte helfen Sie mit, Ihre Verbreitung zu stoppen! Um dann wenige Wochen später den totalen Lockdown einzuführen. Aber keine Sorge, Leute, das liegt in der Vergangenheit. Geschichte wiederholt sich nicht, sie tendiert nur dazu, sich zu reimen. Und da Korrektiv das alles so neutral beurteilt hat, bedankt sich Karl Lauterbach höchstpersönlich auf Twitter für diesen Faktencheck, den wir gerade gesehen haben, und nennt hier die Leute, die Hitzepanik und die Hitzeschutzpläne für einen Vorwand halten, unser Leben weiter einzuschränken, Querdenker. Mein Gott, könnt ihr euch nicht wenigstens ein anderes Wort ausdenken? Kühldenker zum Beispiel? Ricarda Lang auf Twitter. Dieses Wochenende kommt es im Süden Europas zu Höchsttemperaturen bis zu 48 Grad werden erwartet. Diese Hitze gefährdet unsere Gesundheit. Wer jetzt noch behauptet, dass man sich beim Schutz Zeit lassen könne, ignoriert die Realität. Tja, mit der Ausnahme, dass Ricarda Lang selbst die Realität ignoriert.
Der Artikel, den sie verlinkt, beruft sich nämlich auf ESA Earth Observation. Auch dort schreiben sie alarmistisch, es könnte 48 Grad geben. Im Spiegel beruft man sich auch auf ESA, bis zu 48 Grad in Südeuropa erwartet. Auch in der Tagesschau, Hitze in Südeuropa, 48 Grad Celsius möglich! 18,36 Euro, meine Freunde. Während ESA, das Institut, was die Informationen geliefert hat, selbst auf ihrer Website zu ihrer Messmethode sagen, dass das Satelliteninstrument die tatsächliche Energiemenge, die von der Erde abgestrahlt wird, darstellt. Und daher wird die Temperatur der Landoberfläche dargestellt. Daher zeigt die Karte die tatsächliche Temperatur vom Boden, die deutlich höher ist als die Temperatur der Luft. Also lieber Spiegel, liebe Tagesschau, 18,36 Euro und liebe Frau Ricarda Lang, das, was Sie gerade gemacht haben, nennt sich Panikmache. Diese Technik wird online häufig genutzt, um Menschen gezielt zu manipulieren. Kommen wir also zurück zu Harald Lesch, unserem lieben Wissenschafts-Opi, dem man immer gesagt hat, er würde der Grünen und der SPD zu nahe stehen, bis dann rauskam, dass er halt von grünen und roten Parteien Geld bekommen hat. Dieser damit also vollends staatsferne Wissenschaftspastor hat eine Sendung namens Leschs Kosmos. Und auch dort muss die Panik weiter verbreitet werden. Das neue Corinthing muss etabliert werden. Auch wenn es regionale Unterschiede bei den Temperaturen gibt, ein Trend ist unübersehbar. Seit Jahrzehnten steigen die Tage mit Temperaturen von über 30 Grad Celsius in Deutschland an. Ja, und dann blendet man uns hier folgende Grafik ein. Es gab nur 13 Tage von 1970 bis 89 über 30 Grad. Und dann auf einmal in den 90ern bis 2009 90! Das Ganze hat sich also verachtfacht. Oh Gott. Und dann 2010 bis 22, also auch nur ein Zeitraum von 12 Jahren. Inwiefern ist das wirklich vergleichbar, macht andere Frage. 143! Ja, wie Herr Lesch schon sagt in der Anmoderation. Ein Trend ist unübersehbar. Ja, leider genauso wie die Panikmache, aber auch. Die Quelle dieser Aussagen erfährt der ZDF-Zuschauer nicht, wie auch das Umweltbundesamt auf Anfrage feststellt. Dem TV-Beitrag kann weder durch Wort noch im Bild eine Datenquelle für die gezeigte Grafik entnommen werden. Warum gibt es denn keine Datenquelle, die man entnehmen kann? Vielleicht, weil man sich die Zahlen aus dem Allerwertesten gezogen hat. Für die beiden anderen Zeiträume ergeben sich gravierende Abweichungen. Nach Ippen-Berechnungen, die uns der Deutsche Wetterdienst auf die Kommastelle genau bestätigt, gab es von 1970 bis 89 nicht 18, sondern 83 und von 1990 bis 2009 151 heiße Tage. Das sind für den ersten Zeitraum 70 Tage mehr als angegeben, für den zweiten 61. Diesen Fehler, Trademark, räumte das ZDF nach unserer Anfrage mittlerweile ein. Nach nochmaliger Überprüfung hat die Redaktion festgestellt, dass die Zahlen fehlerhaft sind, erklärt eine Pressesprecherin unserer Redaktion. Wir korrigieren die Grafik schnellstmöglich. Weiter heißt es, an unseren Aussagen ändern die Zahlen jedoch nichts. Dieser Trend der Entwicklung zu mehr Hitzetagen bleibt davon unberührt. Ach so. Der sieht aber dank der neuen Grafik nicht mehr so krass aus. Vor allem, weil wir einen Rückgang sehen. Wobei man da auch korrekterweise sagen muss, bei dem rechten Balken ganz rechts sehen wir halt nur 12 Jahre, bei dem linken sehen wir 19 Jahre. Sollte man da nicht einfach mal dieselben Zeitintervalle miteinander vergleichen, um das wirklich sichtbar zu machen, wie da der Trend aussieht? Es kann ja sein, dass es da wirklich einen Anstieg gibt. Wie viel ändert sich bei dieser Beobachtung, wenn wir uns alle Wärmepumpen einbauen und auf dem Bambusrad zur Arbeit fahren? Wie viel? Und wie schlimm ist das, wenn wir mehr Sommertage haben, die warm sind? Geht dann die Welt unter? Wie überleben das die Leute in Regionen, die die ganze Zeit solche Temperaturen haben? Die nächste Frage, warum, wenn man sich doch hätte die richtigen Zahlen beschaffen können, stellt man extra die beiden Balken so krass dar? Ich meine, wenn man die beiden Grafiken miteinander vergleicht, naja, seid mal ehrlich, welche von beiden erzeugt mehr Panik? Die linke, wo sich vom ersten Wert zum zweiten eine Versiebenfachung ereignet? Oder die zweite, wo das nicht der Fall ist. Wie dem auch sei, in der Mediathek hat man es bereits geändert und es gibt keinen redaktionellen Hinweis darauf. Es ist also nichts passiert, hier gibt es nichts zu sehen. Daten manipulativ darstellen, um die Leute in einen Massengehorsam zu zwingen. An irgendetwas erinnert mich das. Vor allem brauchen wir auch Objekte im Alltag, die uns immer wieder an die Notlage erinnern. Wie wäre es denn zum Beispiel mit Desinfektions-Sonnencremespendern? Die meine ich. Kostenlos bereitgestellte Sonnenschutzmittel, insbesondere im Umfeld von Kinderspielplätzen, in Parks oder auch in Freibädern. Und dazu werden die Spender benutzt, die während der Pandemie für Desinfektionsmittel genutzt wurden und jetzt nicht mehr benötigt werden. Gibt's da eigentlich schon Pläne? Ich frage für einen Freund.
Diese Ähnlichkeiten sind wirklich unheimlich. Links Inzidenzkarte aus dem März 21, rechts Inzidenzkarte aus dem April 21. Links ist alles bis 50 orange, rechts ist alles bis 50 in einem starken Rot. Links wird es bis zu 250 rot, während wir auf der rechten Seite schon bis 100 ein Rot haben. Links eine Wetterkarte vom 13. Juli 97, rechts eine Wetterkarte vom 13. Juli 22. Links 24 Grad in Gelb, rechts 24 Grad in einem dunklen Orange. Links 22 Grad im grünen Bereich, rechts 18 Grad schon im gelben Bereich. Das war aber, wie Korrektiv uns erklärt hat, technischer Fortschritt und bessere Auflösung und Farbgebung. Hier gibt es auch nichts zu sehen. Kommen wir einmal zurück zu den Waldbränden. Ich finde da besonders interessant das Narrativ der spontanen Selbstentzündung bei hohen Temperaturen. Das wird tatsächlich auch in den Öffentlich-Rechtlichen in Österreich gepusht, zum Beispiel beim ORF. In Griechenland hat es in den vergangenen Wochen, wie in vielen anderen Regionen auch, eine große, lange Hitzewelle gegeben. Die hat zu ebenso großer Trockenheit geführt und eben zu einer großen Waldbrandgefahr. Ist das, was wir da in den vergangenen Wochen gesehen haben, ein Einzelereignis oder müssen wir das im Zusammenhang mit sehen? Es ist eigentlich beides. Also Umstände, wie Sie sie jetzt beschrieben haben, führen zu einer extremen Situation. Eine Hitzewelle mit Extremtemperaturen jenseits der 40 Grad Celsius trocknet nicht nur Böden und Wälder aus, die Oberfläche wird auch extrem heiß, sodass es vermehrt zu Selbstentzündungen kommt. Da ist sie, die spontane Selbstentzündung. Wie schon eingangs erwähnt, die Brände in Italien und die Brände in Griechenland, alles Brandstiftung, das sagen die offiziellen Quellen. In der Vegetation im Wald oder auch auf Offenlandflächen wie Naturschutzgebieten oder Landwirtschaftsflächen finden Selbstentzündungen nur dann statt. Und jetzt kommen wir zur Natürlichkeit der Feuer, wenn hier ein Blitz einschlägt. Ansonsten gibt es keine Selbstentzündung. Ein Wald fängt bei 40 Grad im Schatten nicht einfach an zu brennen. Zwischen 1991 und 2017 haben die Flächen von Waldbränden signifikant abgenommen. Die witterungsbedingte Waldbrandgefährdung ist in diesem Zeitraum gleich geblieben. Quelle: Umweltbundesamt. Aber das passt nicht ins Narrativ, deswegen weg damit. Mittlere Hitzewarnung! Mittlere Hitzewarnung! Wien. 18 Grad Regen. Auch sehr interessant, dass sobald hier die Temperaturen runtergehen und wir hier auch keine Waldbrände beklagen können, wir irgendwie in den Süden Europas gehen müssen, um uns trotzdem diese Bilder präsentieren zu können, um das Narrativ aufrechtzuerhalten. Panik! Das Bundesministerium für Gesundheit hält es für nötig, uns zu erklären, dass man bei Hitze ausreichend Wasser trinken soll, die Wohnung kühl halten soll, im Schatten bleiben soll, Anstrengung vermeiden soll, leicht essen soll und auf sich selbst und andere achten soll. Also, Leute, gut, dass Sie uns das sagen. Ich wusste gar nicht, dass ich trinken muss, wenn es heiß ist. Ich wusste gar nicht, dass ich im Schatten bleiben soll. Man behandelt uns wie Kinder. Ich meine, auch an dieser Stelle, an diesem Beispiel wird es klar. Man möchte bei jeder kleinen Handlungsweise, die ihr privat frei ausüben könnt, euch vorschreiben, in welcher Art und Weise diese Handlungsweise die richtige ist. Es geht um Micromanagement und das ist das, wie unsere Regierung operiert. Uns wird immer Angst gemacht vom großen Makroautoritarismus, ja, von der autoritären Regierung, bei der es nur eine Leitfigur gibt, die hier die gesamten Geschicke des Landes steuert. Wir haben eher einen Mikroautoritarismus, wo man in die kleinsten Details eures Alltages hineingeht und euch sagt, wie ihr dort zu handeln habt, um ein guter Mensch zu sein. Bei Makroautoritarismus sind die roten Linien wenigstens klar definiert und alle wissen, was los ist. Hier wird man immer wieder mit schlechtem Gewissen in Verhaltensweisen hineingenatscht, um sich dem Massenkonformismus unterzuordnen. Ist das sinnvoll, was man euch hier empfohlen hat? Die Antwort ist ja. Weiß jeder normale Mensch das? Die Antwort ist auch ja. Man kann nicht anders, als sich zu einem gewissen Grad entmündigt zu fühlen, wie ein kleines Kind, was keine Ahnung vom Leben hat und nicht weiß, dass es Sonnencreme auftragen muss. Zum anderen erfüllt das Ganze natürlich einen anderen Zweck. Wenn das Bundesgesundheitsministerium jetzt schon offizielle Hitzeschutzhinweise rausgibt, dann soll das die Lage dramatisieren. Dann soll das zeigen, Leute, dieses Mal meinen wir es wirklich ernst, hier wird nicht geflunkert. Panik, Panik, Panik. Es geht darum, dass der Gedanke, dass es wärmer wird, immer in euren Köpfen herumschwirrt. Es geht mit dem Appell an die Solidarität darum, die Leute voneinander abzutrennen. Und zwar die Leute, die das Thema nicht für so wichtig erachten und die Leute, die fanatisch dahinter stehen. Es geht darum, die Leute, die nicht fanatisch dahinter stehen, als unsolidarisch darzustellen. Das ist dieselbe Strategie wie vor 2 Jahren. Diese Hitzesommerleugner. Sie wollen im Endeffekt, dass Oma abnippelt durch die Hitze oder was auch immer. Und egal, welche Meinung man dazu hat. Wenn man genau dasselbe gesellschaftliche Klima etabliert hat wie vor 2 Jahren, dann ist es egal, was die Leute denken. Die Leute, die die falsche Meinung haben, werden sich einfach zu einem bedeutenden Grad nicht mehr trauen,
diese offen auszusprechen, weil das Folgen hat. Wir leben ja jetzt schon in einem historischen Zeitalter in Deutschland, in dem sich die Hälfte nicht traut, seine Meinung zu äußern. Laut MDR haben 50% Angst davor. Das heißt, die Zerwürfnisse in der Bevölkerung sind jetzt schon so groß. Und wir wissen ganz genau, bei dieser freien Meinungsäußerung geht es jetzt nicht unbedingt darum, dass die Leute Angst haben, sich zum BVB oder zu Schalke 04 zu bekennen oder lieber italienisch essen oder chinesisch. Es geht um politische Reizthemen. Und die Leute wissen, dass es Konsequenzen hat, wenn sie sich falsch äußern und aufgrund dieser Tatsache zum Beispiel ihren Job verlieren. So wird nun auch beim neuen Current Think, dem Hitzesommer, genau dieses Klima etabliert. Die Leute werden wieder gespalten über diese Frage des Weltunterganges. Wir haben wieder eine unsichtbare Gefahr, die uns durch die Wissenschaftsreligion erklärt wird, und auch da darf man nur den guten Wissenschaftlern zuhören und nicht den bösen Wissenschaftlern, denn Wissenschaft ist nur eine Meinung ist richtig, muss man wissen. Und alle Schlagzeilen, die wir als Panikmacher und manipulativ entlarven können, werden am Ende, wie auch damals, als Fehler abgetan. Und während die Leute untereinander sich als irgendetwas Leugner oder was auch immer beschimpfen, vergessen gerade die, die regierungshörig sind, den Blick nach oben zu heben, zu denen, die genau diese Zerwürfnisse gezielt in die Bevölkerung hinein initiiert haben. So funktioniert in diesem Land Macht. Macht durch Spaltung, Macht durch Angst. Es muss uns darum gehen, unsere Mitmenschen aufzuwecken und ihnen dabei zu helfen, den Blick nach oben zu richten. Denn während hier wieder die Regierungshörigen auf die Regierungskritischen losgehen, wird Deutschland munter weiter deindustrialisiert, der Wirtschaftsstandort Deutschland wird weiter zerstört, die sozial-ökologische und ökonomische Transformation der Energiewende wird weiter durchgeboxt. Lasst euch euren Mund nicht verbieten, äußert eure Meinung und vor allem schaltet den Fernseher aus. Nehmt euch ein Kaltgetränk und genießt die Sonne, falls sie irgendwann mal wieder rauskommt bei diesem ganzen schlechten Wetter. In diesem Sinne, ein bisschen Panik als Panikmache zu entlarven, schadet nie und f*** PC.